Herzlich willkommen bei Conqueror's Blade. Wir verteidigen diesmal die Festung Dazoom. Und wir stellen uns hier hinten hin mit Bogenschützen, würde ich erstmal sagen. Dann habe ich nochmal Hellebarde für zwischendurch, falls wir die Bogenschützen wegkratzen sollten. Und dann die Janitschare für einen Endspot. So ungefähr ist der Plan. Ja, mal gespannt. Also unser Team sieht gar nicht schlecht aus. Hier haben wir ein Haus mit 4 und dann nochmal ein Haus mit 3 Leuten. Also wäre schon mal ein bisschen Teamplay bei uns drin. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß natürlich nicht, wie gut die zusammenspielen. Gegner hat keine Bogenschützen. Das finde ich schon mal schön. Eine nervige Muskete. Und dann dafür aber 4-mal die komische Klinge, die neue. Die ich hasse wie die Pest. Ja, unser Ding ist aufpassen auf Triebwerke und alles wegsnipern. Wir sind zu dritt, auch zu viert hinten auf der Mauer. Ja, das sollte passen. Also wenn irgendeiner ankommen sollte, können wir uns auf jeden Fall verteidigen, denke ich. Weil alleine ist es immer schwierig. Ja, wenn da eine Schildfuzzi kommt, der da meint, meine meine Bogenschützen wegzumachen, da ist halt nicht viel mit Verteidigen. Schaffen zwar zu töten teilweise, aber meistens mit großen Verlusten für meine Schilde. So muss ich nur auf meine Triebwerke achten. Und das ist geil. Trieber kannst du hier wunderbar ausweichen, der fliegt hier ewig. Ja, halt, am Anfang hier runter, weil da vorne ist nämlich eine Kanone. Wenn die verfehlt wird, dann treffen die gerne auch mal meine Dudes. Und dann mag ich die Position hier eigentlich sehr. Die klettern hier hoch. Echt, habt ihr euch da die Leitern hingestellt, um da hoch zu klettern? Ist das jetzt so ein geiler Move? Ich finde nicht, Leute. Dann mach wenigstens die Leitern wieder weg. Wenn du die schon benutzt, um hier hoch zu klettern. Immer so frei. Warum sind hier auch so viele Leitern aufgestellt? Wie viele Leitern wolltest du nehmen, um hier hochzukommen? Aber solange kein Turm da ist, muss ich mir noch keine Gedanken machen. Meine Leute stehen halbwegs safe. Ich sorge mal dafür, dass hier möglichst keiner hochklettert. Wenn hier nämlich sich schon die Leitern anbieten, dann sehe ich doch schon den ersten hier hoch kraxeln. Was sind denn eigentlich die ganzen Langbogen? Ich sehe hier nämlich nur einmal Langbogen. Mit meinen. Also zweimal mit meinen. Das waren doch 3, oder? Hat der eine gewechselt? Ne, es sind 3. Und einmal Namkan und einmal Feuer, oder? Ja. Da stehen die Langbögen. Aha. Da Sinn auf den Turm zu schießen. Im Normalfall kriegst du da sowieso kaum irgendeinen Down. So. Sieht aber soweit gut aus. Der kann sich da an seinen Geschütz fleißig einen abschießen lassen. So, ja genau, der rechte Turm bewegt sich natürlich nicht. Das ist eigentlich der, auf den ich gehofft habe. HD. Guck mal, von der rechten schießt du irgendwas. Warte mal, hier. Ja, nee. Krass, ey. Guck mal, ja, ja. Klettern die einfach hier hoch, ey. Halt, oder? Schön eng still. So ist gut. Hier hast du nämlich eine schöne flache Stelle, kannst du schön durchschießen. Muss man nur hoffen, dass die Bogenschützen da hinten nicht auf die Idee kommen, auf mich zu schießen. Die anzuvisieren wird ziemlich schwer, wie ich gerade gesehen habe. Da schießen die irgendwo hin, nur nicht auf die Bogenschützen. Kommen sie jetzt schon. Ich habe halt Angst vor Triebwerken. Ich würde mich hier ungern wegbewegen. Ein bisschen auf der anderen Seite sehen wir ja auch. Barbaren. Das ist ja Selbstmord, die da hochzuschicken. Ein feindlicher Belagerungsturm hat die Mauern erreicht. Das war ja ein Waste.
Ich bin mir noch uneinig, Jungs. Da kommen sie gleich. Schießt schon mal. Das Supply ist zum Glück nicht weit weg. Also wenn irgendwas ist, kann ich gleich Moody holen. Wir können hier ruhig ein Dauerfeuer erstmal machen. Da kommt der Tribok, Renner. Ah, ist nicht für uns, okay. Aber trotzdem mal kurz dahin vielleicht. Da ist ja mit mal Party hart. Sind wir noch da? Hier kommt ja sowieso gerade Keller. Hilter geht's da drüben ab. Scheiße. Scheiße, scheiße. Es läuft ja so gar nicht, wie ich mir das gedacht habe. Ich hab gehofft, wir halten das ja länger. Oh, 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 Tribok, Tribok, Tribok. Knappe Kiste. Das hier ja nicht Charo oder so Mist. Da sollten wir uns mal verpissen, die kommen gleich oben rum. Muni brauchen wir auch. Dann stellen wir uns hier bei C ganz weit hinten hin. So wie dazu. Scheiße. Da lang. Ja, springt da nämlich gleich runter, ich hätte schon kommen. Ja, naja, na, machen wir da. Sagen. Jo, danke. Ja, ja, ich komme doch. Der ist halt nur zu schnell durchgerannt. Ach Gottchen. Das ist alles, was wir hier haben. Dann kann das nicht lange halten. Ne, Leute, ne, 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 ne. Oder? Ich glaube noch ein paar Bogenschützen, aber ich glaube irgendwie nicht dran, mich zu stellen. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Oh, da kommt noch einer. Oh, ich bin mir so uneinig, Alter. Ist ja gerade der totale Tod wieder. Ich kann nicht mehr rollen. Ach, genau, aus da. Jungs, ich meine ja nur so. Schießt mal bitte mit. Ich habe ja so gut wie auch keine Schuss verbraucht. Was ist da los? Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr schießen. Komm, holt nochmal Muni und dann verteidigen wir B. Komm mal bis da rüber. Wie viel Meter sind das? Das ist glaube ich zu weit. Das ist glaube ich zu weit. Da kommt noch mal einer. Hab ich eigentlich gesehen? Scheiße. Oh. Easy. Ja, ne? Aber schon mal schön, wenn wir die Seite halten. Guck mal her, ihr Jungs. Ah ne, bis dahin kommen wir nicht. Ein paar Meter müssen wir da ranrutschen. Ich habe halt nur Angst, dass wenn er von rechts da schießt, dann machst du es nicht. Ist da alles Gegner oder das da? Ich kann mich nicht entscheiden, oder? Ich würde sagen, ihr schießt einfach mal. Ihr findet schon euer Ziel. Ne, findet ihr nicht. Hier kommt gleich wieder einer. Wir verteidigen C einfach. Passt schon. Solange da welche hier rüberrennen. Was? Wie? Weil dieses Lack, die beim Laufen alle zu treffen, wo? Unglaublich. Wo kam's vor allen Dingen motherfucking her?
Da hinten ist ein Mörser aufgebaut. Alles klar. Hol ich mir mal den Mörser, das bringt kostenlose Silber, habe ich gehört. Lass mal ihr Schild. Ach, das ist eine Kanone, ja, kein Mörser. Oh, da komme ich zu spät für. Macht sie weg, Jungs! Hey, mich nicht schubst. Das darf sich auf jeden Fall nicht mehr lohnen, die nochmal wieder zu holen. So, ist okay. Da oben müssen halt weg. Die Langbogen sind halt ein bisschen lästig. Das hier ist halt scheiße. Was landet da immer, Alter? Wieso sehe ich das wieder nicht? Der ist immer nur brennen, hier muss irgendeine scheiß Artillerie hinkacken, Alter. Ich hasse sowas. Gegen sowas kann man einfach nicht gewinnen. Die Leute hier meinen, sie sind Rockefeller. Ich würde halt gerne die da oben wegsnipern, aber solange hier eine scheiß Artillerie hinschießen kann, ist es eigentlich gegessen. Komm, wir versuchen es nochmal. Ich will uns hier so dahinter verstecken. Für Gott und Vaterland. Na, da sind 10 lang Bogies doch ganz schön böse, hä? Was schießt ihr bitte? Warum trefft ihr nichts? Ich würde halt gerne die Langbogen da hinten weg haben. Ah, jetzt da sind ein paar. Ja, das war's für meine. Mal alles mitnehmen, was geht. Ja, mit noch Schildwall. Ehrlich, ne. What? Ach so, die Schwuchtelklinge. Ich war jetzt so, dass der 30 Kilometer Reichweite hat und mich vom Pferd runterschubsen kann. Hässliche Drecksklinge. Ja, nee, jetzt habe ich keine Bogenschütze mehr, Jungs. Ich habe so viel versucht, wie möglich rauszunehmen, aber die Artillerie war halt richtig asozial. Da hast du halt nichts gegen machen können. Kommt, 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 da wird gleich C fallen. Oh, da ist es eigentlich nicht möglich, C zu halten. Brauche dringend Hilfe bei C, Jungs. Wir müssen uns halt irgendwo hinstellen, wo die Bogenschützen nicht direkt draufballern, ist das Problem. Ah, könnte man schaffen. Ich will mir noch die Bogenschütze da hinten auf der Treppe. Wenn mich da der Kunde da nicht aufhält.
Hey. Dankeschön, dass du mir in die Schare beschossen hast. Ja, hab ich ihn noch gekriegt, den Penner. Naja, war nicht unbedingt glorreich, aber wir haben gewonnen. Und ich war so ja mal ein bisschen produktiv. 70 Mann mit meinem Bogenschützen, waren wahrscheinlich alles auch nur Bogenschützen. Wie viele Langbogen die gilt haben. Dafür, dass das nur 10 Mann waren, finde ich, haben sie sehr gute Arbeit geleistet. Ja, was hat der hier so gemacht? Alter, wie viele Bogenschützen hatten die Motherfuckers denn? Ist ja heftig. Also mal so grob überschlagen, ja, Langbogenschützen hier 20. Ja, nix. Ich nochmal mit 70 fast. Ah, da hört's auch schon wieder auf. Okay, hier dann nochmal immer so einzeln verteilt. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Wie sieht das aus? Wir haben ein bisschen mehr Verluste, dafür weniger Heldenverluste. Also, es war relativ ausgeglichen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.